Fulminatrix, alles klar. Oh mein Gott, endlich. Ja, willkommen. Moin, Hamster NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. So, ich habe nicht mal ein Kampfschiff hier da gefunden. So, können wir mal kurz reden, wie voll irreführend das hier ist, ne? Hier, Großkampfschiffe, ne? Hier wird immer angezeigt, ne? Ort, Cantonica, Exegol, Jakku, Pasada, ne? Alles klar, ne? Cantonica, Exegol, Jakku, Pasada, okay. Alles auch an den gleichen Orten. So, ich bin ja unter Hilfe ja hingegangen, ne? Und wo auch immer das jetzt noch mal war, ne? Wo hat jetzt keine Ahnung. Spiel Weltraum, ne? Glaube ich. Und hier steht, wenn du mal keinen siehst, schau dich einfach woanders um, ne? In einer bestimmten Gegend der Galaxis, ne? Es gibt 9 Großkampfschiffe, ne? Es gibt 9 Quadranten, ne? Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und so habe ich irgendwie gedacht, läuft das hier ab, ne? Mit der Schiffsuche. Aber ne, läuft nicht so ab. Die können auf ganz zufälligen Planeten sein, die wahrscheinlich nach Episoden oder irgendwie sowas hier sortiert sind, ne? Aber das ist super irreführend, ne? Es gibt hier 9 Quadranten und 9 Gebiete und es gibt 9 Großkampfschiffe. Also mein Gehirn hat irgendwie so gedacht, so alles klar, ich muss also jeden Quadrant hier einmal absuchen, ne? Und ja, anscheinend hat das nichts damit zu tun, ne? Und dann ist einfach nur voll random, ne? Hat irgendwie mit Episoden oder so zu tun. Gut, haben wir das herausgefunden. Fehlt nur noch ein Schiff, das können wir noch nicht kriegen, aber weil wir noch nicht so weit in der Episode voran sind oder noch gar nicht angefangen haben, können wir uns erstmal um das Teil hier. Mal den Platt und den Platt und den Platt und den Platt. Ich habe unendlich, Proton-Torpedos. War ich ein Bomberspiel? Ja. Ich weiß nicht, warum ich unendlich Bomben habe. Weil ich ein Teilbomber bin, ne? Ich habe diesen Chrom, den wir mal freigeschaltet haben, wir von dieser einen Quest habe ich mal ausgerüstet. Ja, nimm das. Alles klar. Ich nehme an, das ist so die erste Ordnung-Version von so einem Sternzerstörer, ne? Würde ich jetzt mal so raten, ne? Tut er über die gesamte Galaxis hier immer die Designs mal wieder recyceln, ne? Habe ich so ein Gefühl. Es hat die Republik diese Designs, dann haben das Imperium, ja, eigentlich hat das Imperium vorher, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, wo sind hier noch ein paar Gegner? Bin ich so am Piepen oder ist hier keine Gegner gerade? So, wer will hier noch mal? Du müssen auch schon so ein bisschen blinken, damit ich weiß, wo ihr seid, ne? So, was? Oh, du. Oh. Okay. Die ist jetzt weg. Und jetzt komme ich dir da rein. Pass auf. Fulminatrix. Aber Fulminatrix kann übernommen werden, ja. Sie sind an Bord. Wer hat sie reingelassen? Ich habe mich selber reingelassen. Haha. Cool. Haben wir das auch fast erledigt. So, jetzt wird mir wieder random irgendwelche Leute gegeben, ne? Ich hatte vorhin nicht einen Druiden. Vorhin hatte ich noch Anakin. Für niemanden, nicht mal für meine eigene Mutter. Und ich habe meine Mutter echt lieb. Okay. Wow. So schnell. Warte du. Komm der da hin. Wo bist du denn? Ich krieg dich. 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 Ich krieg dich.
Wir sind übrigens im falschen Spiel, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, ne? Aber ist ja klar, ne? Das ist mein Schiff. Meins. Meins, meins, meins. Die aktuelle Übernahme durch den Feind befreit nicht vom regulären Dienst. Okay. Hey. Was ist das denn da? Was da gerade abgeht. Was ist das? Ja, meine Ausbildung. Ich, sie hat schon voll die Ausbildung hinter sich, ne, als die Idee. Hörst du mal auf den drauf zu kloppen? Achso, ich muss hier drücken, ey. Warte. Und beliebten. Ah, da kommen ja so ein Stück, wo bist du? Was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Muss ich es viel näher sagen? Wie nicht gut euer Schiff. Boop. Das ist nicht BNR, aber okay. Ich gehe einfach da durch. Ja. Ja, aber was jetzt? Was jetzt? Was machst du 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 jetzt? Mein Schiff. Meins. Meins, meins, meins. Weil ich hier sein muss, nicht weil ich hier sein will. Ausgezeichnet. Da ist jetzt auch wieder am Blinken, wenn ich jetzt Spiel neu starte. Schon wieder zum Kotzen ist. Da ja, was hier denn? Ja, ist auch nun braucht euch. Ja, weit, weit, weit. Gut. Dann haben wir ja 9 Klamotten, 9 Steine. Was ist das hier? Ja, und sind andere Kabel. Jetzt kommen wir hier rein. Damit könnte ich. Wow! Aber dieser Schrei. Wow! 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 So, nimm das. Und du auch. Okay. Also ganz einfacher Standard B1 Kampfdruide. Vorsicht, rutschig. Muss ich aufpassen mit meinen Schaltkreisen. Also warte mal hier. Und aktivierst du hier? Jetzt habe ich getroffen und nicht das Ding. Ich lasse mal hier drin. Und aktiviere ich damit. Ich weiß es nicht. Also was hier? Unser General Hux. Ich habe mich unterbrochen. Ich bin General Hux von dir. Okay, aber ich dachte, da muss ich mit dem Lichtschwert durch. So, ob was hat was hat kann was ich dahin okay. Da geht ja der General. Hier ist sogar was. Das kann die erste Ordnung gut brauchen. Der Herr der Brücke. Dann mal hier. Bonk. So.
Nur noch 180, 190 irgendwie. Warum war? Es geht so schnell. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die ganzen Quests machen. Ne? Oh, Katina-Musik, oh. Darf ich nicht anmachen, ne? Weil geht böse aus dann. Ist aber 50 Minuten von meinem Part irgendwie weggefallen, weil ich das stumm gestaltet habe. Da habe ich nicht gesehen, dass der gesagt hat, so oh, von Minute 5 zu Minute 55. Ich habe gedacht, irgendwie so von Minute 5, Anfang von Minute 5 zu Ende Minute 5. So. Nächstes Mal passe ich auf beim nächsten Mal, ne? Ja, mittlerweile ist das Spiel nicht mehr am Rummeckern, anscheinend. Das ist keine Aufgabe für einen hochrangigen Offizier. Weil ich die Musik wieder ein bisschen runtergestellt habe, ne? So ein ganz kleines bisschen, aber einen anderen Sound dafür hoch, ne? Mache ich jetzt bei allen Spielen immer wieder, ne? Das scheint ja so ein bisschen zu funktionieren. Yay! Ja, ne, der Wookie fällt mir gerade ein. Wookie, ist er hier? Der Wookie. Ist der Wookie? Ne, anscheinend nicht. Jetzt wäre das bläulich. Was geht, Leute? Warte mal hier. Los. Keine Katina mehr Musik. Ne, keine Katina Musik mehr. So, ich habe, was ist, da habe ich was gesehen. Was mit? Was soll der Hand frei, Kollege? Schon wieder? Das ist einfach nur so ein Rezept in der Galaxis. Oder haben die Teilen, die sich alle gleich Rezept? Ja. Yeah. So, hier muss ich dich reinstecken. Ne? Ja, schon der nächste. Weiter. Kann die erste Ordnung gut brauchen. Yay. Nimm das. Ich habe gesagt, nimm das. Die erste Ordnung braucht nur mich. So, wo haben wir noch was? Wie synchron am Wegrennen sind. Gleichen Animation und so. So. Wo fehlt mir noch was? Da oben ist noch was. Was haben wir wieder so ein Raum hier? Warum haben die alle so einen Raum, ey? Man könnte meinen, die haben alle das gleiche Design. Da ist wieder was zum Abknallen. Zwei. Wo ist der Rest? Eins, zwei. Gleich über. Ah. Ich suche ein paar Scheiben zum Abknallen. Da ist eine. Wollte ich gar nicht drauf zielen. Wollte auf das Bild zielen. Mal ab. So, eins, zwei. Und sind die anderen. 3. Oh Mann, ehrlich. Muss erst mal sehen, wo die sind. Ah, jetzt falsch. Eins, zwei. Ich habe euch mal geschossen, ey. Man tut aber automatisch darauf zielen. Ne? Macht er sonst auch immer. Ey. Ist so viel Mist im Hintergrund. Ey. Ich sehe nichts. Kann man die von hier unten auch treffen? Da ist einer. Da. Boom. Einfach so. Ich gehe euch die Treppe, hallo. Der oberste Anführer wird sehr zufrieden sein.
Ja, ich habe den ersten Stein geholt, dann habe ich den, davor habe ich den noch ein Schiff geholt, ne, neues Boom ist da. Lag da auf dem Müll. So, bin mal gespannt, was die letzte Belohnung da sein wird, wo wir nach Yavin gehen müssen, ne? Ist da irgendwie angezeigt, so hey, hör mal. Oh, muss ich irgendwas machen? Das muss ich machen. Ha. Das kann die erste Ordnung gut brauchen. Kahlwände. Wo ist hier? Okay, das Ding kann ich nicht. Kann ich ja voll abrocken. Oh, da. Okay. Oh Gott, wo waren jetzt noch mal die Batterie? Sie kann man da nicht gebrauchen. Weiß ich ja doch. Oh, meiner Herr David. Geht so schnell. Schöne Grüße vom Captain. Welchen Typen eigentlich auch freischalten hier? Die ganzen Charaktere, von denen wir mal die Schiffe abnehmen. So, jetzt muss ich nur irgendwo noch die Batterie finden, wo auch immer die nochmal war. War da gerade eine Quest? Nee. Da sind so viele Sachen irgendwie, die man aufnehmen kann, sehe ich gerade. Ja, hier ist sie. Passt. Nimmst du das Ding? Ja. Dann gehen wir nochmal hier hin. Und boom. Jetzt kann die Party starten, nicht wahr? Ja. Das kann die erste Ordnung gut. Ich wusste es. Schwoff im Schlachtschiff. Voll viele Diskos in diesem Spiel. So, dann haben wir alles erledigt. So, jetzt würde ich sagen, sagen wir mal so ein bisschen knapp hier, wo, was wir hier noch machen können und so, ne? Was fehlt denn ja noch so alles? Definitiv ein wenig Nebenaufträge, ne? Aber wo? Ich sehe ja sehr viel Grün. Wir haben viele Sachen abgeschlossen, finde ich gut. In Hoff gibt es irgendwas, genau. Eine Kraft der Kristalle. Weiß nicht, Kraft natürlich. Rede mit deinem Auftraggeber. Okay. War da anscheinend noch nicht. Da haben wir alles bis auf einen Charakter. Cool. Machen wir das doch mal. Block. Jetzt fliegen wir mit dem ganzen Schiff, ne? Wow. Ausgezeichnet. Schön. Ja, ich dachte, ich komme jetzt hier mit dem Sternzerstörer so rein. Okay. So, ich sollte vielleicht nicht mit jemanden von der ersten Ordnung hier rumlaufen, ne? Sondern mit, nein, nicht der Druide, du. Chewbacca. Oh, hallo. Hallo, wie geht's denn so? So. Ich habe gehört, jemand braucht hier Hilfe. Ich habe kürzlich von einem faszinierenden Kristall namens Rhodochrosit erfahren, der auf dem Planet Quaid wächst und dem beeindruckende Heileigenschaften nachgesagt werden. Denkt nur an die möglichen Heilmittel, die wir mit so einem Ding entwickeln könnten. Danach würde sich auch der letzte seriöse Arzt die Finger lecken. Könntet ihr mir bitte eine Probe bringen? Natürlich. Ihr seid ein Freund der Wissenschaft. Rhodochrosit ist auf dem Planeten Quaid zu finden. Der Kristall verliert nach und nach seine heilenden Eigenschaften, wenn er abgebaut wird. Daher ist er nur frisch geerntet geeignet. Ich zähle auf euch. Ich sehe ja schon, wieder was passiert. Ich gehe dahin, schnappen mit denen, dann will ich durch den Weltraum fliegen, dann kommen wieder
10 Leute, die mich abknallen wollen. Ich weiß ja wieder, wohin das führte. Also ein ganz normaler Rebellensoldat kriegen wir durch. So, dann gehen wir mal da rein. Da fehlt mir noch ein Schiff, sehe ich gerade. Ich hoffe, die letzten Reittiere, die mir noch fehlen, auf die ich reiten muss, sind auf den letzten Planeten. Nicht, dass ich irgendwo wieder was verpasst habe, ne? Das wäre voll nervig. Mann. Schon vorher, wenn die ganzen Quests hier fertig sind, da sind so viele Quests, ne? Das ist schon ein bisschen übertrieben, ne? Na, sind das die Dinger? Die Dinger hier? Ja, genau so aus. Und zum Hey. Das sind doch total diese Dinger. Gut, dann rede ich eben mit dir. Hier liegen ja jede Menge Rhodochrosit-Kristalle herum. Aber wenn du nach Qualität suchst, dann würde ich empfehlen, sie direkt aus der... Okay. Mein Gott, ey. Ja, er soll ja frisch sein, genau. Na gut, war schon... So, ich folge mal den Ding. Wo ist hier noch mal was, was ich nicht kriegen kann? Da ist das Schiff, sehe ich gerade. Oh Gott. Oh, raus hier. Alles klar, dann... Diesmal kriege ich nicht mit einem Schuss runter. Oh. Da. Ach komm schon. Na, was mit dir? Sind zwei rausgefallen. Muss ja schon runterfallen, Kollege. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe dich gerade abgeschossen. Wo bist du? Also hier ist nur einer. Da liegt so gut, ne? So, was andere? Boah, hab ich noch gerade abgeschossen. Jetzt habe ich die eingesammelt. Ja, aber das Spiel schon wieder verpackt, ey. Meine Güte, wenn die jetzt mal ein Lego-Spiel rausbringen, dann müssen die aber ein bisschen so an dem Bugfixes hier arbeiten, ne? Wie so ein Gefühl. So, ich habe gerade irgendwo eine Quest gesehen für ein Schiff. Vielleicht sollte ich die erstmal machen und annehmen. Und dann kann ich direkt wieder nach Hause geschickt werden, nachdem ich diese Quest hier erledige. Ne? Wir haben ja irgendwie so sagen, so hör mich zurückgehen zu deinem Questgeber, ne? Irgendwie so weit. Gott. Du lässt dich schon einsammeln, Kollege. So, wo ist die Quest mit dem Chef? Ich habe es gerade gesehen. Boah. Boah, ich halte die Geräusche nicht aus, ey. Also, boah, mit jedem Sprung, ey. Mit jedem einzelnen Sprung macht er mal. So, hier, genau. Wie komme ich hier durch, Mann? Und so eine Granate durchwerfen, ich weiß es nicht. Wie komme ich da rein, Mann? Ich sage, ich kann da schon rein, ne? Da sieht man ja auf der Karte irgendwie, ne? So ein Ding. Ich habe da letztens schon mal nachgeguckt, glaube ich. Von der anderen Seite, ne? Aber da ist wieder nicht die gleiche Höhe, ne?
Na, guck mal. Okay, keine Ahnung. Ich hoffe, dafür irgendwie eine Quest oder so irgendwann mal hin. So. Dann wird er dem vertagt, ne? So, ob. So. Gar nichts eingesammelt. Was? Nun. Na, warum sind die denn nach hinten gelandet? So, zurück. Okay. Das sind immer so die Sachen dazwischen, die immer so lange dauern, ne? Das Fliegen ja zu dem Ding hier irgendwie. Lobo. Mein Gott. Mein treuer Bergmann kehrt zurück. Und mit einem jedes einzelne Ding hier extra. Ich werde es sofort einsetzen, um neue Heilmittel für unsere müden Soldaten zu entwickeln. Aber was soll ich zuerst heilen? Ihre Käsefüße? Ihre irrationale Angst vor Wompas? Ihre schrecklichen Singstimmen? Mit diesem medizinischen Wunder sind mir keine Grenzen gesetzt. Alles klar. Boom. Habe ich gar nicht gemacht, Lady. So. Und da habe ich die einmal, ne, und dann drehen sie alle durch. Rebellenfreund. Nie gab es so einen standhaften Rebellentrupper, die mit ihren Eierschalen auf dem Kopf. Okay, haben wir alle Quests hier erledigt, ne? Auf Horst. Mein Gott, hier. Ja. Was haben wir noch? Kefbier. Mustafa ist noch nicht. Nabu, Feed. Heilige Bücher. Symbolbar kriegen wir dafür. Genau, die haben wir schon mal angefangen, ne? Ja, machen wir mal hier weiter. Genau, wir müssen noch zum Jedi-Tempel, ne? Überall, wo Jedi-Klamotten sind, ne? Müssen wir hin. Aber müssen wir Bücher sammeln. Dann, und aus irgendeinem Grund kriegen wir dafür so Bulba, ne? Von allen Charakteren. Ihr seid sehr gebildet, ne? Eine Pilotenbrille auf. Schön. Hey, mein Taiwan sieht auch aus wie eine Brille, wenn man so ein bisschen die Augen verkneift, ne? Ist das eine fliegende Brille? Boah, warum ist denn ein erster Ordnung Soldat? Hallo? So. Ach, das ist meiner. Was soll ich denn sagen? So, okay. Ich folge jetzt einfach direkt dem Weg, ne, bevor ich mich hier wieder verirre, weil ich hasse die Navigation von diesem Planeten, finde ich echt nicht gut. Ich hatte es nur, weil man immer ja durch den halben Planeten rennen muss, irgendwie um einen bestimmten Ort zu erreichen. Hey du, na, muss ich dich retten? Nein, okay. Ach ja, schon alle, ne? So. Ja, ja, ich weiß, wo der Tempel ist. Hier. Muss es Geheimnis. Boom. Der Luke braucht das nicht mehr, ne? Ah ja, weil er tot ist. So, und dann gehen wir nach Coruscant und zum Jedi-Tempel, nehme ich an, ne? Ja, mein letztes Buch. Dann war auf Nabu alles abgeschlossen. So langsam. Aber sicher, wenn wir ja alles abschließen. Das könnte vielleicht schon der letzte Part sein, wo wir ja freies Spiel weitermachen, ne? Und dann gehen mir echt irgendwie so die Sachen aus, die ich machen kann, ne? Und dann müssen wir in Episode 9 rein, ne? Und die letzte Episode abschließen. Und dann kriegen wir wieder neue Quests, nehme ich an, ne? Und dann ist es schon wieder vorbei. Und nur, jetzt sind wir alle traurig, ne? So, ich muss zum Jedi-Tempel, ne? Schwer wird das geht. Machen wir diese Einsätze.
Jedi-Tempel. Da fehlt auch noch ein Stein irgendwo. Alles bereit. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Hey, yo, was geht? Ich hoffe, ihr hattet eine sichere Fahrt. War. Stoß. Was ist mit diesen Droiden da los? Da ist ja vielleicht noch irgendwas. Meine ich mal so ein Junge, ich glaube, der hatte auch noch irgendwas ne, zu tun mit so einem diesen ich hab letztens gesehen, aber ich habe das nicht gemacht, ne? Ist hier vorbeigelaufen bin. Ja, ja. Hey, versucht euch doch mal an diesem Test hier. Ihr wisst ja, was Yoda zu versuchen sagt. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Schon wieder Lukes Stimme. Aus meine vielen erfolglosen Versuche habe ich mir nur eingebildet. Alles klar. Hey. Da war noch ein Lilana. Mir wurde aber ein Stein versprochen. Denkst du wirklich, du kannst ne. Also ja. Denkst du wirklich, du kannst deinen Computer austricksen mit sowas? Drück ich mal falsch. Ich bin im Auftrag der Jedi hier. Aus dem Weg. Ich bin an der Reihe. Eins. Wow, ihr habt's geschafft. Na. War ich schon gemacht. Ja, da gibt es keine Belohnung für. Oh, jetzt habe ich das nicht gesehen. Verdammt. Ich ging ein bisschen schnell. Ich habe irgendwie auf Anakin gerade geachtet. Ich glaube, das ist der hier. Ich habe jetzt aus den Augen verloren. Okay, gut. Da sind wir nur in der Mitte, ne? Jetzt nicht von Anakin ablenken lassen. Da bist du drin, voll da drin. Boom. Falscher Knopf. So gut darin, unglaublich, dass ihr es geschafft habt. Ihr verdient diesen Preis viel mehr als ich. Gib. Preis? Hallo? Unglaublich, dass ihr es geschafft habt. Wo ist mein Preis? Muss ich schon wieder Jünglinge disziplinieren? Mein Gott. Da war doch ein Stein über den seinen Kopf. Aber dann gehen wir hier rein. Vielleicht ist hier eine Quest, ne? Du brauchst mir jetzt nicht einen Tipp geben, wo ich ein Buch finde. Ich werde schon irgendwo eins finden. Was ist denn hier los? Hallo? Na, warum geht das nicht? Nein, ist es doch. Stimmt, wir sind ja noch nie reingegangen mit irgendwas, ne? Ich glaube, letztes Mal, als wir da reingegangen sind, war da nichts, ne? Ja, ich weiß nicht, warum die mir immer die Beine erst geben. So, okay. Dann suche ich irgendwann beim nächsten Mal. Und jetzt ein Stein. Wow. Ein Stein hier. Oh, diese Kamera ist komisch. Wow. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt Stein ist. Ich habe das für den gemacht, ne? Und der hatte einen Stein über den Kopf. Ich habe keinen Stein danach bekommen, ne? Aber ja, guck mal. So, wo bist du? Wo bist du? Ihr habt alle Texte gefunden, um die ich gebeten hatte. Die ältere Version von Anakin schaltet sie Bulba frei. Und ich war mir nahezu sicher, dass mindestens einer von ihnen gar nicht existiert. Nicht, dass ich euch geschickt hätte, wenn wie auch immer. Ich muss sofort anfangen, diese Seiten nach ihrer herrlichen Weisheit zu durchforsten. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung. Yay. Boom, boom, boom. So, was? Da gibt es noch ein. Was hat denn eine Mischung aus allen Druiden? Sebulba.
genau. Ein Duck, ein sehr gefährlicher Duck. Da seid ihr ja. Ich hatte gehofft, ihr würdet vorbeikommen. Eure Hilfe war bisher unbezahlbar, aber ich bitte euch noch um einen letzten Gefallen hinsichtlich meines neuesten Themas. Politik. Ich bin raus. Ich weiß, schnarch, aber Politik kann faszinierend sein. Und wenn ihr mir Aufzeichnungen von Treffen des Galaktischen Senats beschafft, kann ich eine These über das Warum erstellen. Seid ihr dabei? Ja, alle Quests abgeschlossen schon, oder? Oder war da noch eine übrig? Senats werden von der Sekretärin irgendwo im Senat. Ich war doch gerade da, ey. Findet die Sekretärin, dann findet ihr die Aufzeichnungen. Viel Glück. Jetzt bin ich dann schon wieder zurück. Also, dann gehe ich schon wieder dahin. Nehme ich an. Können wir schon wieder die Animation hier anschauen. Wow, oh nein, schon wieder die Kamera. Oh Gott. Oh, der beste Pilot in der Galaxis. Anakin. Oh Gott. Irgendwann komme ich so in den Hyperraum, das Ding ist einfach noch voll geglitscht. So. Voll um abzappeln. So, jetzt kann ich schon wieder das eine Schiff nehmen, ey. Kann ich mich nicht direkt dahin teleportieren, Mann. Dauert immer alles so lange hier. Die ist gar nicht da. Ist hier irgendwo. Sekretärin des Senats? Sie ist wahrscheinlich gerade zu Hause. Sie wohnt dort drüben. Also. Dann gehe ich jetzt da rein und suche die mal und tu deinen Besuch abstatten. Und dann suchen wir mal, wie es weitergeht in unserem Abenteuer. Ey, yo! Ja, ich bin die Sekretärin des Galaktischen Senats. Protokolle sind der Öffentlichkeit zugänglich, aber sie sind alle ausgeliehen. Die Kinder heutzutage lieben die Politik. What? Ich kann euch sagen, wer die Aufzeichnungen ausgeliehen hat und wo ihr sie finden könntet, wenn es so dringend ist. Vielleicht könnt ihr sie überzeugen, sie euch zu überlassen. Ja, Anakin ist sehr gut mit Kindern, also ich schaffe es definitiv, die irgendwie zu überzeugen, ne? Ja, voll in Charakter hier, diese Mission. Alles klar. Okay. Oh Gott. So weit weg. Gehen wir da hoch, ne? Ja. Hier hab ich alles, ne? Nö, hier fehlt mir noch ein Stein. Ein Stein. Aber ich glaube, das ist der. Ne. Wie Tempel ist schon wieder was anderes. Ne, der ist wieder extra. Wo ist denn der letzte? Ist hier noch nichts, ne? Dann nehme ich mal, ist irgendwo eine Quest hier noch, ne? Eine Quest mit W. Geschrieben mit W. Quest. So, du, gib mir das. Sicher. Ihr könnt diese Aufzeichnung haben, wenn sie euch so viel bedeutet. Aber was bekomme ich dafür? Ja. Na gut, dann kann ich sie euch wohl überlassen. Viel Spaß. Schnallo. Ich warte irgendwann noch, dass irgendwann mal so eine Mission kommt, wo er so, oh, dir wird die Hälfte deines Gelds abgezogen oder dein Steinchen, um das zu kaufen oder so. Ich so, was? Naja, ich lese sie gerade, aber das Funkeln in euren Augen sagt mir, dass ihr Politik leidenschaftlich liebt. Und einem Funkeln kann ich nicht widerstehen. Bitteschön. Ah, oh, danke. Funkel, Funkel, Glitzer, Glitzer. Ich kann die Gutbesinnenheit in euren Augen sehen. Die absolut nichts Böses haben. Also irgendwie. Sind irgendwie gelb hier schon. Wollt schon korrumpiert von der dunklen Seite. Ich weiß, das ist nicht die Version von Anakin, aber ja. Wie komme ich da hin? Das ist die Treppe. Oh, Gott sei Dank. Gott sei gesegnet, die Person, die Treppen erfunden hat. Wie sollten wir denn sonst irgendwie nach höheren Ebenen kommen, ne? Das ist ja, boah, das ist ja voll krass, ne? Ihr braucht diese Sitzungsprotokolle? Nehmt sie nur. Sie sind so langweilig.
Ich habe sie nur besorgt, damit meine Freunde denken, ich bin cool. Aber sie sind es nicht wert. Wow. Ah, meine Freunde und ich, ne? Oh. Die Definition von cool hat sich wahrscheinlich ein bisschen geändert im Laufe der Jahre, ne? Ah, meine Freunde, die sind alle so cool, weil die halt Politik stehen, ne? Oh. In amerikanischen Schulen gibt es ja immer so Gruppierungen, ne? So die Geeks, die Jocks und so was, ne? Dann gibt es noch die Polis, ne? Das sind die. Das sind die Politiker in den Schulen. Ne? Warum muss ich nochmal mit dir reden? Genehmigungen? Steuern? Todessternpläne? Bei weitem nicht so pikant, wie ich hoffte. Und Politik kann wohl nicht immer nur. Ja, wer hätte das gedacht? Politik ist langweilig. Vielen Dank für eure Hilfe. Mindestens 14 Seiten sind einem Treffen über Müllabfuhr gewidmet. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben von etwas so fasziniert. Okay. Hier geht es um den zweiten Antrag über. Dass alle Anträge zwei Parteien bezüglich der Abstimmung befindlich Parteien zuerst einen Antrag stellen müssen, der den Antrag unterstützt. Alles klar. So, habe ich jetzt gerade einen Hybrid-Druiden bekommen hier, der aus allen anderen Druiden stand. Habe ich da gerade richtig gesehen? Roger. R-O-G-R. Ja, von großen Schlachten über die Galaxie. Ja, ich glaube, von dem habe ich mal gehört. Aber Roger ist ein Treuer. Ist das nicht irgendwie so einer, der irgendwie ja noch immer noch existierte, so in Zeiten von vom Imperium oder irgendwie so, der irgendwie so auf so eine Farm oder so lebte? Oder ist er wieder ein anderer? Gab es irgendwie einen so Druide? Die Steuerung hier, ne? Mein Gott. So, wir fehlen noch 74 Charaktere. Sagst du, Roger? Und ich dachte, die gefährlichen Missionen hätte ich hinter mir. War wohl ein Irrtum. Wieder mal. Okay. Ja, gar keine Knarre. Ich finde es so gut, dass man, dass die sich so einklappen können. Ja, fand ich schon in den Spielzeugen immer cool. So, die Druiden, die ich nur hatte, da waren die Hände aber nur andersrum, ne? Da waren die genauso wie oben die Ober an der Schulter, ne? Aber sind jetzt, ich habe auch einige neue Druiden irgendwo mal geholt bei einigen Battle Packs. Da haben sie irgendwie auch andersrum die Hände jetzt mittlerweile. So, Nabu haben wir erledigt. Takodana ist immer noch was. Boah. Takodana, gehen wir rein. Was haben wir denn da noch? Eine Menge, zwei Quests und ein Stein, der meinen Namen tragen wird. Oh, aber ist denn hier schon wieder los? Oh mein Gott, boah! Roger, Roger! Roger, Billy Bip, Billy Bill, Billy Jim, Billy Bob. Okay. Ist irgendjemand betrunken hinterm Steuer die ganze Zeit? Mats Kassel. Was mit der haben sie auch irgendwie nichts mehr gemacht. Ne? In der 9. Episode ist sie einmal kurz aufgetaucht. So, ah, ich bin ja gerade voll beschäftigt, ne? Da haben wir gesehen, wie die sich irgendwie so gekloppt hat mit jemandem, ne? Und dann wollte ich einfach weg, ne? Also mit dem Charakter haben sie irgendwie auch nichts angefangen. Was ist denn da noch? Das ist noch ein Stein, sehe ich. Komme ich da hin? Oh, what the? Wenn wir ein Monster aus einiger Entfernung aufspürst und jagst, kein Yoga machen. Okay. Verloren. Hier ist noch ein Stein irgendwo. Komme ich da hin? Nicht hier, ne? Ja, verdammt. Wohl. Hier war meiner, ne?
Ich bin im Auftrag der Jedi hier. Stimme von ihr. Ich bin im Auftrag der Jedi hier. Einfach nur so ein Typ, ey. So, wir gehen jetzt dahin und gucken wir mal, wo der Stein da ist. Ich sage, hat hier nur einen Stein, ist nicht. Ich hab. Eine Güte, ey. Der ist unter mir. Was? Ist er da drinne? Ist er da drinne? Der ist da drinne, ne? Sieht aber aus, als wäre der irgendwie so außen oder so, ne? Aber sie werden aber normalerweise nicht angezeigt. Da müsste er ja hier sein, ist er aber nicht. Das ist schon besser. So, cooler Motorradhelm. So, ich habe gehört, es ist eine Quest irgendwo. Wo ist denn diese sogenannte Quest? Komm doch mal her, du. Komm her, ja, komm doch mal her. Du. Nein. War da. Noch ein über mir, ne? Was ist hier? Okay, Leute. Was soll das? Was? Was ist denn los? Was ist hier los, Mann? Verstehe es nicht. Hier sollen irgendwo noch ein paar Quests sein, aber ich sehe sie nicht. Eine ist über mir anscheinend. Unter mir? Ist er auch noch. Unter mir, du. Hey, wer bist du denn? Ich habe eine Wette mit einer konkurrierenden Wertensucherin um den größten Fang abgeschlossen. Ich kann es kaum erwarten, dieser selbstgefälligen Naisorli zu zeigen, wozu ein echter Jäger fähig ist. Ich wollte mich nach Hinweisen auf eine entsprechend riesige Kreatur umhören, aber Naisorli musste erst da gewesen sein, denn niemand will mit mir reden. Könntest du mir nicht helfen, ein paar Hinweise zu finden? Stimme. An diesem Ort sammeln sich so einige Informationen. Irgendjemand hier muss doch ein paar brauchbare Details über ein großes Wildtier haben. Hör dich mal um. Okay. Mama erinnert mich an irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Ja. Ich bekomme hier die ganze Zeit Sachen angezeigt, aber. Da hier, mein Gott. Kreaturen muss man einfach aus dem Weg gehen, finde ich jedenfalls. Wenn du sie aber wirklich finden willst, gibt es oben einen Burschen, einen echten Experten. Na klar. Hat er seinen Finger oben, seinen kleinen Finger? Sonst werde ich den nicht erkennen, ne? So. Die einzigen Kreaturen, die ich kenne, sind diese lästigen, krähenden Konvoren. Die starren in meine Seele. Ihr kennt mich nicht, Vögel! Tut mir leid, das hilft dir sicher nicht weiter. Hier raus ist mein Kopf, ihr Vögel. Upsa, bin ich abgerutscht. Ja, wo noch? Hier. Jo. Klar weiß ich was von einer großen Kreatur. Ein Riesen-Oschi. Aber diesen übereifrigen Knalltüten Grumgar und Nysorli werde ich sicher nichts sagen. Die gehen mir vielleicht auf den Senkel. Du scheinst mir aber in Ordnung. Also, auf Mustafa wurde gerade erst ein Lava-Aal gesichtet. Ist bestimmt ein guter Fang. Aber behalt das bloß für... Ein Lava-Aal, was hier? Ja, die Zeichen sind riesig. Mustafa sagt... Sieht aus wie... Ich gehe mir eine... Erinnere mich irgendwie an, Panos. Nur nicht in Lila. Allein mit dem Ding aufnehmen und weg ist er. Das ist genau der Grund, warum ich diesen Hitzköpfen nichts davon erzählen wollte. Geh ihm schnell nach, bevor der Lava-Aal ihn bei lebendigem Leib kocht. Was bist du denn noch los? Na, wie ist hier?
Muss hier die Spiel. Entschuldigung, ich habe gerade Steine gehört. Na gut, dann gehen wir mal nach Mustafa. Bin mir auch noch ein Charakter im All. Mal sehen, ob die Quest mich bis dahin führt. Ne, mal schauen. Ui. Okay. Wäre aber nicht so lange dauern, ne? Na, den schieße ich ab. Das war mein Plan. Ich schieße ihn ab. Ich gehe dahin mit meiner Klare. Peng, peng, der ist tot. Genauso wird das ablaufen. So, haben wir dann immer noch der. Also ich werde schon reingehen. Muss nicht mit der reden, mein Gott, ich weiß, ich muss hier hin. Was für ein Aal? Reg dich mal ab. Mein Gott, das hat er weit. Ah, gibt es da keine Schnellreisepunkte, Mann. Ihr Jedi Fallen Order und den gesamten Planet rumrennen muss, falls du irgendwas übersehen hast. Böser. Ja. Oh, dann rede ich hier mit dir. Na, sorge ich tanken, ey. Ich werde von dem Gestank beschützt. Wo ist er? Jemand hier, meinst du das Gebiet? Oh Gott. Na, du musst mir schon sagen, wohin auch, Kollege. Nein. Hier unten. Ja, wo soll ich denn wissen, wo er jetzt ist? Da. Ach Gott, ich rutsche hier überall fast unter. Ja. Na, ah, da ist er auch. Du willst also ein Stück vom Kuchen haben? Ich warte darauf, dass er endlich seine Fratze zeigt. Du kannst mitkämpfen, wenn du willst, aber ich nehme ihn. Moment. Hast du das gehört? Da ist er. Lava. Oh, der ist noch größer als ich dachte. Alles klar, ich bin bereit. Achtung. Du Idiot. Okay, ja, so läuft das natürlich nicht. Sterbt sogar gar nicht, wenn ich da runtergehe. Alles klar, ich gebe ihn, ich gebe ihn. Wir haben das Ding keinen Schaden. Ich komme ja nicht mal raus. Dreh dich noch mal um. So, okay. Kann ich auch irgendwie zurückfahren? Kreis. So, das gebe ich dir. Ich gebe dir. Also ich rein aus dem Loch? Nein, schon wieder aus dem Loch. Alles klar. Eine Sekunde. Habe ich den gerade Schaden gemacht, nämlich in ihn reingefahren bin? Ich gebe ihn. Oh, jetzt bleibt doch mal hier. Ich gebe ihm. Yeah. Warum ist mein Schiff jetzt? Warum ist denn jetzt mein Ding explodiert, ey? Nimm das. Du Noob, ich wollte eigentlich gar nicht da runter gehen. Ich hätte ihn eigentlich von da abschießen können die ganze Zeit. Haben wir ihn? Warum bin ich zusammengesackt? Oh, ich
weil du Kacke bist im Jagen. Ich bin so gefreut, dass wir ihn erwischt haben, dass ich direkt umgekippt bin. Stimmt's? Nein. Richtig. So war's. Und noch wichtiger, das ist es, was wir den Leuten erzählen. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Ich schub dich da in die Lava rein. Nein, Sorli darf nichts davon wissen. Abgemacht. Nein. Na gut, nein. Dem wird morgen alles wehtun. Alles wehtun. Mein Gott. Der riesige Rohling. Diesen Dovutun-Söldner. Was sagen wir diesmal? Der gleiche Moveset wie der Rancor. Das war. Aber noch eine Mission schaffen wir noch, ne? So, auf Takodana habe ich gesehen, ist jetzt gerade aufgetaucht, ne? So, hey, Mustafa, haben wir alles erledigt. Aber das hatten wir schon vorher, ne? So, wir haben noch eine Quest hier. Auf Takodana, alles klar. Machen wir die auch noch. Haben wir den Kaff auch abgeschlossen. Ich wünsche mal, könnte diese Reiseanimation auch irgendwie mal abstehen. Ach, dauert immer ja. Dann das hier. Wird das Spiel viel schneller gehen, ne? Ah, okay. Ich will schon mal die Quest annehmen, ne? Aber ich muss ja noch ein paar. Ich habe noch im Raumkampf hier gemacht, ne? Dieser Großkampfschiff gespawnt ist. Ich weiß nicht, wie viele Minuten da waren, nur so ein paar Minuten, glaube ich, ne? Aber die muss ich auch noch wegschneiden. So. Ich meine, du bist hier drin, ne? Mein Gott. Guck mal, wie dick der Typ ist. Ich bin im Auftrag der Jedi. What? Meine Charaktere sind zu groß, um enge Bereiche zu betreten. Der war doch hier in dem Ding drin. Boah. Diskriminierung gegenüber große Leute. Das kenne ich ja gar nicht. Schon beinahe wie den Druiden weggepustet. So. Oh, wo ist denn das jetzt schon wieder? Boah. Boah, wie kommt man hier runter? Alter. So, aber ich finde euch nicht direkt. So, wer bist du? Wer immer diesen Lava-Aal erlegt hat, hat wohl auch die ganzen Lava-Flöhe in seinem Bauch hergebracht. Beim Kochen kamen die schrecklichen Dinger zum Vorschein und haben sich im ganzen Schloss so, meine Pfütze. Jetzt ist es an uns, diese schrecklichen kleinen Parasiten loszuwerden. Wenn ihr helfen wollt, eine gute. Also komisch, ihre Hüften sind irgendwie, die gehen sie irgendwie so rein, aber weil die Figuren halt so einen Körperbau haben, wird halt irgendwie so, weil nicht nur so gezeichnet. Sieht voll komisch aus. What? Der Gefangene floh. Wo? Jetzt ist er gekommen. Oh Mann, er ist ein bisschen dicker als gedacht. Oh nein, ich warte mal, ich schnapp mir den. Ihr habt keine Chance gegen mich. Und dann hauen wir. Solltet ihr über mich wissen. Ich liebe den Kampf und ich liebe Gott. Was? Nein. Aua. Noch ein bisschen peinlich gerade. Wenn wir im Kampf meinen Kollegen auseinandergenommen. Okay. Den müssen wir die Flötentöne beibringen. Kann ich auf dich reiten? Du hast so einen Sattel da.
Hier, du, komm her. Mach ihn fertig, mach ihn fertig. Mein fertig, mein fertig, mein fertig. Ist viel besser als mein anderer Druide C3PO. Oh, ah. Na, kaputt. Noch einer. Kriegt ihr das wirklich hin? Es würde passen, wenn ich dann. Nein, Beine sind tot. Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Aua. Mein Gott, kann ich mal. Jetzt muss ich ihn erstmal wieder zusammensetzen, ne? War er nicht. Ikonisch. So, Anakin als auch Vader. Na klar. Okay. Haben die auf gegeneinander irgendwie reagiert, oder? Haben die doch beide irgendwie gerade ihre Sprüche getriggert im Kopf? Okay, der war nicht so doll. War das der letzte? Hm. Ja, das geht ja relativ schnell. Ich bin gerade erst warm geworden. Du hast nichts gemacht, Kollegin. Guter Vorwand, meine brillanten Wortspiele zu erzählen. Glaubt ihr, der Überbringer des Lava-Aals hatte diesen wunderbaren Flow-Angriff die ganze Zeit geplant? Ich nehme an, ich sollte ihm danken. Und euch für die wunderbare Zeit. Draußen sind vielleicht einige Leute gestorben. Wegen diesen Dingern. Ja, die auch. Oh. Mhm, Basinetal. So. Also mal kurz gucken, bevor wir hier weitermachen, ne? In der Story. Ja, wir machen nächstes Mal in der Story weiter, weil. Obwohl, wir haben noch so eine, oh ja, wir haben diese ganzen Druiden-Quest noch. Müssen wir auch noch machen. Oh Gott. Aber ab was dann? Boah. Also wir müssen nur noch auf Tatooine die Quests machen, ne? Was hier diese ganzen Druiden-Quests sind, nehme ich an, ne? Cool. Und dann sind wir eigentlich fertig mit freiem Spiel, ne? Erstmal, dann kommen noch die ganzen neuen Planeten. Ne? Wir können uns da noch ein bisschen um ein paar Steine hier so umschauen. Ne? Gucken, ob ich die finde. Mal schauen. Ne? Aber Nebenaufträge sind wir ja relativ bedient gerade. Ne? Anfänger, lass mich das mal machen. Eine Sache hast du kaputt gemacht. Nein, so geht das. Oh, mein Gott. Habe ich ihn noch dabei kaputt gemacht? Alles klar, gut. Wie viel Prozent haben wir? 85? 84 immer noch. Alles klar, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir noch die letzten Quests auf Tatooine Put, ne? Wenn ja wohl die letzten sein, nehme ich an, ne? Und dann sind wir eigentlich relativ gut bedient. Ne? Gut, ist das dein Plan? Okay. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Es würde mich voll freuen, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.